Hey Leute, Nilo und ich sind jetzt gerade bei Madeira Shopping. Das ist das größte Einkaufscenter hier. Du kommst zu diesem Blog übrigens. Das ist Madeira Shopping. Das größte Einkaufscenter hier. Ich will euch immer noch die Aussicht vorzeigen, weil die Aussicht ist so mega stark hier. Für Fred. Und wir gehen jetzt ein paar Sachen kaufen, weil Nilo ist ja jetzt seit gestern hier. Und wir gehen ein paar Sachen besorgen. Er braucht eine Powerbank und so weiter und so fort. Schaut euch das mal an. Das ist zu wild einfach. Du hast das Meer, du hast da diese Berge. Es ist einfach zu wild. Also direkt im Industriegebiet. Sieht einfach so geil aus, Alter. Ja, wir sind gerade im Industriegebiet. Also hier ist auch ein Baumarkt in der Nähe. Hier ist, ja, Industriegebiet halt, ne? Aber auf Madeira ist Industriegebiet nochmal was anderes. So, wir gehen jetzt zu Madeira Shopping rein. Und dann gucken wir mal, was wir uns so koppen. Lass mal ein paar Sachen klauen und abhauen. Ja, auf jeden Fall definitiv safe. Let's go. Da vorne liegen meine Sandwiches. Ich hab was Veganes bestellt. So, ich habe mir hier Sandwiches geholt mit so veganem Proteinfleisch. Ich glaube, es ist aus Erbsenprotein gemacht. Hast du vorhin gesagt Chicken? Ja, es ist Chicken. Es ist Chicken. Und Nilo hat eine XXL-Portion Vollkorn Fusilli-Nudeln mit Pomodoro. Ja. Guten Hunger. Wir hauen uns rein, aber ich muss einmal kurz filmen. So, ganz schlechter Übergang. Wir waren im Einkaufscenter schon fertig. Wir haben da noch gegessen, haben noch eingekauft. Powerbank haben wir noch geholt und verschiedene Sachen. Wir chillen gerade auf der Terrasse. Wir hatten gerade umgeklickt. Hinten hinter uns sind die Wolken einfach so richtig wild. Scheint die Sonne durch. Ja, Sonne geht gerade unter hier auf Madeira. Wild. Und ja, wir gehen jetzt vielleicht noch ein kleines Essen gleich. Chillen noch ein bisschen. Und ja, umgeklickt war gerade sehr nice. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Mal wieder, ich habe das Vloggen komplett verlernt, Leute. So, ich bin nass geschwitzt, Leute. Wir sind gerade noch unterwegs gewesen. Wir sind jetzt beim Sushi-Restaurant, bei Sushi Mari. Und wir sind nicht alleine, also Nilo und ich, wir sind nicht alleine, sondern wir haben noch den Max bei dabei. Hallo! Hallihallo. Und noch einen Kollegen von Max. Aber wenn ich jetzt rüberschwenke, wird es schwierig. Hallo! Hallo! Wir haben uns auf jeden Fall hier gerade selbst gemacht. Wir kennen den Cringe. Selbst gemacht Limonade und so bestellt und gleich noch Sushi und es wird wild. Wir waren gerade auch in der Wohnung, ich habe aber einfach vergessen zu filmen. Ich habe so lange nicht gebloggt, wir waren gerade in der Wohnung, ich habe gerade Maxfire, Nilo und alles, habe in die Wohnung gezeigt und ich habe einfach nicht gefilmt. Ja, ich muss erstmal wieder ins Vlog reinkommen. Tot. Ins Meer. Einfach ins Meer, ja. Gut, ich zeige euch gleich das Sushi, wenn es da ist. Ist gerade noch nicht da. Wir haben schon unsere Vorspeise und zwar frittierte Gyoza und Edamame. Ich zeige euch gleich noch, wenn alles auf dem Tisch steht, ihr müsst es loslegen, ich habe so Hunger. So, hier ist noch unsere Sushi-Platte nach unseren Vorspeisen, nach Edamame und so. Unsere Sushi-Platte, ich zeige euch aber kurz einen Schwenk. Wow, voll krass. Oh, heftig, Digga. Köstlich, möchtlich, saftig, knaftig. Leute, weißt du, was ich jetzt mache? Der hungrige Boss. Oh, oi, oh, oi. Feini. Das ist frittierter Spargel. Oh, frittierter Spargel. Alter, so geil. So, wir haben noch eine Platte Sushi und zwar hat jeder von uns noch mal eine eigene Platte. Diesmal nicht nur mit Gemüse, sondern auch mit Obst. Zum Beispiel hier so ein Erdbeer-Sushi, Erdbeer-Avocado-Sushi. Da ist auch Kiwi drin, da ist Mango oben drauf. Also so ein bisschen auch auf Nachtisch angelehnt. Der genussvolle Hase. Ja, hier unsere Platte haben schon was leer. Die sehen alle sehr ähnlich aus. Also hier haben wir... Lecker. Wild. Leute, boah, es wird geschlemmt. So, wir sind jetzt gerade noch spazieren gegangen nach dem Essen, nach dem Sushi. Wir haben einfach eine Eisdiele gefunden, die hat einfach noch offen. Es ist einfach, wie viel Uhr haben wir? Zeig mal eine Uhrzeit. Was? Wir haben einfach... 23.19 Uhr. Was geht das? Heftig. Und wir haben einfach eine Eisdiele. Oh, gerade. Hier ist mein Eis. So, wir haben jetzt unser Eis. Ich habe Sorbet, Banane und Maracuja. Maxi hat Zitrone. Und Nilo hat einfach Twix-Eis. Für die Calories. Schmeckt's? Wie schmeckt's? Schmeckt wirklich überkrank. Wild. Vor allem so spät noch. Das ist einfach, haben wir einfach Eis, aber es ist auch so warm, dass man noch Eis essen kann um 23 Uhr. Überall sind die Palmen, der Swag. Man kennt es, oder? Er muss ganz gut. Wir sind gerade noch spazieren seit die ganze Zeit, labern die ganze Zeit über irgendeinen Scheiß. Auf einmal sehen wir das hier. You had one job. Die haben diese Luke hochgemacht, darunter irgendwas gemacht, Kanalarbeiten. Einfach nicht. Junge, wie kann man so? Kann das irgendjemand. Dave, kannst du das einmal bitte richtig machen? Ja. Dankeschön, so gehört sich das. Triggered!
Ab ins Casino, davor ist das Casino. Ab ins Casino. Knossi, wenn du das nächste Mal auf die Insel kommst, denk dran, hier ist das Casino. Chillen gerade noch hier am Meer, also hinter uns ist das Meer. Und was er labert, Maxi, vielleicht darf nicht gesehen werden, es ist hinter mir hier. Hallo, hi. Das sind nicht meine Finger. Zeig mal deine Finger. Ui. Das sind deine, das sind meine. Geil. Wir chillen hier gerade noch, wir waren da gerade noch mal an diesen Fitnessgeräten. Und ey Leute, ich bin einfach nur enttäuscht von mir, dass ich einfach wirklich jetzt die letzten Monate nichts gemacht habe. Du hast nur 10 Klimmzüge geschafft, schade ey. Ja, ich habe nur 100 Klimmzüge geschafft und ich bin nicht mehr in Form, Alter. Ich muss wieder 1000 schaffen. Leute, diese Klimmzugstange, die werde ich bald zerstören. Ich werde die rausreißen am Boden. Leute, ey, ich muss unbedingt wieder ein bisschen, also nicht ein bisschen, ich werde jetzt, ey, jetzt diesmal gibt es keine Ausrede mehr. Corona hat alles zerstört, aber das war nur im Kopf. Wir hätten jetzt doch durchziehen können, aber egal, Leute. Besser spät als nie. Keine Ausnahme mehr, jetzt wird durchgezogen. Jetzt wird durchgezogen. Nilo hat gerade Kreatin gezogen. Gezogen. Wie fandest du das Kreatin? Mega gut, ohne Witz. Aber auch sehr guter Ach Stoff. So, hier, gut. Ja, Leute. Was soll man sagen? Sport ist toll. Doppelpiece. Doppelpiece, ja, Mann. Macht Sport. Kilian, wenn du das auch hörst, komm vorbei, Mann. Wirklich. Kilian hat schon gesagt, er hätte wieder Bock auf Urlaub auf Madeira mal. No. Hat ja lange Zeit. Der Plan ist, wenn wir ungefähr anfangen, circa wenn Simon da ist. Also der andere Simon. Wir wollen richtig anfangen, wenn Simon da ist mit Sport. Bis dahin machen wir ein bisschen Essen, ein bisschen Möbel für dich kümmern und alles vorbereiten, wenn der PC kommt. Wenn Simon kommt am 11. Und dann melden wir uns Fitnessstudio auch an. Und dann geht es noch ins Fitnessstudio los wieder. Und vorher halt mehr schwimmen gehen und so weiter und so fort. Ja, Leute, heute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, heute der Vlog, ich habe einfach vieles verpasst. Ey, ich hätte die Wohnung hätte ich eben so zeigen können. Das kommt noch, machen wir noch. Ja, ich zeige euch die Wohnung. Klingt später. Dranbleiben, Leute. Abonnieren, Like da lassen, kommentieren. Ey, ich muss wieder auf Vlogs überhaupt klarkommen. Leute, seht ihr diese Lichter hier? Die sind da, weil in meiner Kamera irgendwelche Schrammen drin sind. Deswegen seht ihr diese drei Lichter. Die vier sogar. Seht ihr die vier Lichter? Das wären so Sternbild. Seht ihr das Sternbild da? Seht ihr das Sternbild? Siehst du das? Ja. Seht ihr das in der Kamera auch hier, diese kleinen Sterne? Oh Gott, wenn ich das so halte. Die Drohung. Ja. Das ist, weil die Kamera einfach hingefallen ist. Ja. Naja. Okay, Leute. Bis später. Jo, haut rein. Bye bye. Ciao. Bye. Mein Vlog? Ist zu Ende. Ich muss unbedingt ein bisschen mehr in Übung reinkommen wieder. Yeah. Ciao. Ich vermisse euch jetzt schon. Ich kann gleich auf den nächsten Vlog warten. Tschüss.